Und wir gehen live an den Frankfurter Flughafen zu unserer Reporterin Susanna Santina. Susanna, wie sieht's da denn in den Abflughallen im Augenblick aus? Also der aktuelle Stand ist, dass hier mittlerweile knapp über 50 Flüge gestrichen wurden. Wir haben es ja auch gerade gehört. Aber es ist jetzt schon klar, dass es bei weitem nicht dabei bleiben wird. Wir sind ja seit dem frühen Morgen hier in Frankfurt und die Lage wurde wirklich immer chaotischer. Vor den Sicherheitskontrollen bildeten sich unglaublich lange Warteschlangen. Und so langsam hatte man das Gefühl, dass der Flughafen aus allen Nähten platzt, und zwar beide Terminals. Viele Passagiere sind verzweifelt, einige sind nach stundenlangem Warten im engen Gedränge sogar kollabiert. Und viele beschweren sich, weil sich sehr lange keiner um sie gekümmert hat. Die Fraport schien lange Zeit komplett überfordert und rät mittlerweile davon ab, überhaupt zum Flughafen zu kommen. Und jetzt die neueste Entwicklung. Die Sicherheitskontrollschalter sind vor knapp einer Stunde komplett gesperrt worden. Hier geht also erstmal nichts mehr. Die Streikbereitschaft soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi und Comba bei 90% liegen. Und diese Mitarbeiter, so die Fraport, lassen sich nicht ersetzen, weil es sich um zertifiziertes Fachpersonal handelt. Also es ist schon jetzt eine ziemlich chaotische Situation hier. Und der Streik soll ja noch bis 23 Uhr dauern. Susanna Santina war das vom Frankfurter Flughafen.